Hallo und herzlich willkommen zur Star Fox Music Box. Heute geht es um die Band Nevermore. Die Heavy Metal Band Nevermore aus Seattle wird dem Power Metal, Progressive Metal und Thrash Metal zugeordnet. Sie verarbeitet aber auch Stilmittel und Elemente von Psychedelic Rock, Death Metal und Black Metal. Sehr wichtig ist dabei der Sänger Roald Dane. Deshalb möchte ich auch auf seine weiteren Aktivitäten und seine Solowerke eingehen. Zunächst einmal war Roald Dane Mitte der 1980er Jahre in der Band Serpent's Night aktiv und hat dort ein Album veröffentlicht. Das ist hier auf dieser Doppel-CD von Serpent's Night mit enthalten und heißt Released from the Crypt. Das sind Aufnahmen aus den Jahren 1983 bis 1985 und das sind eigentlich sehr schlechte Demo-Aufnahmen, sodass man kaum etwas darauf so richtig deutlich verstehen kann und hören kann. Aber dann hat Roald Dane die Band Sanctuary gegründet und 1987 und 1990 die beiden Alben veröffentlicht. Refuge Denied 1987 und Into the Mirror Black 1990. Der Gitarrist und Sänger von Megadeth, Dave Mustaine, hat das erste Album produziert. Und die Songs darauf sind Battle Angels, Termination Force, Die for My Sins, Soldiers of Steel, Sanctuary, White Rabbit, ein Cover von Jefferson Airplane, dann Ascension to Destiny, The Third War und Veil of Disguise. Dies war sicherlich eine Heavy Metal Band und Power Metal Band, so wie der Stil in den 1980er Jahren sehr beliebt und populär war. Und entsprechend singt Roald Dane auch so wie ein typischer Heavy Metal Sänger, teilweise mit sehr hohen Tönen, so mit einer high-pitched Voice. Und insofern ist das schon ein sehr beliebtes Album. Danach kam dann ja Into the Mirror Black 1990. Und es wird gesagt, dass Roald Dane eine Verletzung gehabt haben sollte, so dass er nicht mehr so diese hohen Töne so gut singen konnte. Und auf diesem Album hat er jedenfalls auch dann mehr in tieferen und mittleren Tonlagen gesungen. Und das Album ist insgesamt auch etwas düsterer geraten und so auch etwas individueller und unterscheidet sich im Stil schon etwas von dem ersten Album. Die Songs sind Future Tense, der Opener. Dazu gibt es auch ein Video, ein Musikvideo. Dann Taste Revenge, Long Since Dark, Epitaph, Eden Lies Obscured, The Mirror Black, der Titeltrack, Seasons of Destruction, One More Murder und Communion. Mit diesen beiden Alben, ja, vor allem auch im Nachhinein, dann ist Sanctuary zu einer sehr beliebten Band in der Heavy Metal Community geworden. Nach diesen beiden Alben hat sich die Band Sanctuary dann aber aufgelöst. Es gibt allerdings noch ein weiteres Album, Inception. Darauf sind Demoaufnahmen aus dem Jahre 1986, nochmal später im Jahre 1916 dann remixed und remastered worden und neu veröffentlicht worden. Denn ja, also deutlich später hat sich Sanctuary dann doch nochmal wieder vereinigt. Es gab eine Reunion und ein weiteres Album. Das ist The Year the Sun Died. Darauf gehe ich dann später nochmal ein, im weiteren chronologischen Verlauf, weil das ja viel später erst erschienen ist. Allerdings auf diesem Album Inception, mit einem ähnlichen Cover auch, wie das erste Album Refuge Denied, mit so einem grauenhaften, bösartigen Prediger oder Anführer eines Kultes, ein politischer oder religiöser Führer mit einer Pistole in der Hand und ja, diesem Kult, der dort auch Menschen oder Sklaven in Ketten hält und brandmarkt. Das erinnert ja auch an das Cover von dem ersten Album. Da sind im Prinzip auch viele Songs enthalten in anderen Versionen, die auch auf dem ersten Album sind. Und zusätzlich noch Dream of the Incubus und I Am Insane. Die sind, soweit ich weiß, nur auf diesem Album noch enthalten. Genau. Denn nach der Auflösung von Sanctuary hat Roald Dane, vor allem zusammen auch mit dem Gitarristen aus Seattle, Jeff Loomis, die Band Nevermore gegründet. Und das ist das Debütalbum von Nevermore.
mit dem Bandnamen betitelt. Der erste Song ist What Tomorrow Knows, dazu gibt es auch ein Musikvideo. Dann CBF, The Sanity Assassin, Garden of Grey, Sea of Possibilities, The Hurting Words, Timothy Leary und God Money. Ja, zum Beispiel bei dem Song Timothy Leary hört man dann auch, dass es um diesen berühmten LSD-Papst Timothy Leary geht. Und das war ja auch ein wichtiger Protagonist so der Szene, der Hippie-Szene so in den 60er und 70er Jahren in den USA, der verfolgt wurde, im Gefängnis saß und für die Freiheit von LSD und Drogen eingetreten ist. Und mit diesen Themen beschäftigt sich Warren Dane auch teilweise auf seinen Alben. Danach folgte die LP, beziehungsweise eine EP ist das eigentlich, In Memory. Also kein ganz vollständiges Album, keine Langspielplatte, sondern eine EP mit weniger Songs. Und die sind Optimist or Pessimist, Matricide, In Memory, Silent Hedges, Double Dare und The Sorrowed Man. Auch The Sorrowed Man ist eine sehr schöne, längere Ballade, die auch sehr gut gelungen ist. Danach folgt das zweite vollständige Album von Nevermore, The Politics of Ecstasy. Der Titel ist ja auch von einem Buch von Timothy Leary übernommen. Also Leary hat auch ein Buch geschrieben, The Politics of Ecstasy, kritisiert eben auch die Politik in den USA. Und bei Warren Dane ist auch immer sehr wichtig die Gesellschaftskritik, auch persönliche eigene Gefühle, aber auch Gesellschaftskritik an Missständen in der Politik, in der Gesellschaft, am Krieg mit Kritik geübt und so weiter. Und dieses Album wird auch etwas als psychedelisch oder progressiv betrachtet in der Diskografie von Nevermore. Auf der Rückseite ist auch ein etwas psychedelisches Bild mit einem Peace-Zeichen in der Mitte zu sehen. Die Songs kann ich auch nochmal vorlesen. Das ist The Seven Tongues of God, das erste. Dann The Sacrament, Next in Line, Passenger, der Titeltrack The Politics of Ecstasy, Lost, The Tiananmen Man, Precognition, ein Instrumental, 42147 und das letzte, The Learning. Tja, zu Lost kann man vielleicht sagen, dass es da um den Sänger von Pink Floyd geht, um den ersten Sänger von Pink Floyd, Syd Barrett, der ja dann in geistiger Umnachtung nicht mehr weitergemacht hat und der sozusagen eine Legende dieser 60er Jahre und der Popmusik und Psychedelic Rockmusik geworden ist. Und das Lied Lost bezieht sich auf Syd Barrett. Am Anfang wird man da die Frage gestellt, Who am I? Und dann am Ende des Songs ist eine Sprachaufnahme rückwärts abgespielt und die soll dann lauten Send your answer to old Pink. Also das ist wahrscheinlich eine Anspielung an Pink Floyd und speziell den ersten Sänger Syd Barrett. Und das letzte Stück, The Learning, das handelt auch von künstlicher Intelligenz und ja, Robotern und Computern, die eventuell rebellieren könnten und dann Krieg gegen die Menschheit führen könnten. Also solche Science-Fiction-Themen kommen auch oft vor bei Nevermore. Aber eben auch persönliche Themen oder Themen, die Gesellschaftskritik üben. Und das ist dann aber auch oft metaphorisch und lyrisch eigentlich in interessanter und sehr eigenständiger Weise rübergebracht und dargestellt. Das nächste Album ist dieses Album Dreaming Neon Black. Das ist ja, so Mitte oder Ende der 90er Jahre erschienen und da verarbeitet Warren Dane wohl auch tatsächlich sehr persönliche Erfahrungen und Gefühle. Es geht also um Verlust, also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber eventuell um Verlust einer Freundin oder einer geliebten Person, die zum Beispiel Warren Dane verlassen hat oder die vielleicht verstorben war. Also auf jeden Fall das Thema Verlust und Trennung ist da ein sehr wichtiges Thema und in metaphorischer Form auch die Auseinandersetzung mit Frage nach dem Jenseits. So, dieses Album, zu dem sagt auch Warren Dane, dass es ihm persönlich sehr wichtig ist und Nevermore könnten das nie wieder machen, sollten es auch nicht versuchen. Das muss ja jetzt nicht unbedingt was darüber aussagen, ob es besonders gut ist oder schlecht oder wie es einem persönlich auch gefällt. Aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig in der Bandgeschichte von Nevermore und für Warren Dane persönlich. Ja, ich lese jetzt nicht alle Songs vor, aber zum Beispiel der Titeltrack
selbst. Dreaming Neon Black ist sicherlich sehr zu empfehlen. Der letzte, No More Will, aber das ist auch gewissermaßen ja ein Konzeptalbum, so dass man das eigentlich insgesamt anhören sollte. Danach folgte so etwa im Jahre 2000, im Jahrtausendwende, das Album Dead Heart in a Dead World. Und das war eigentlich schon so ein kleiner Durchbruch für Nevermore. Also zumindest innerhalb der Metal-Szene und Metal-Community wurde Nevermore da doch etwas bekannter und erfolgreicher. Denn sie sind natürlich nicht so erfolgreich oder so bekannt wie zum Beispiel Iron Maiden oder Judas Priest oder Metallica oder Manowar oder andere. Aber in der Metal-Gemeinde sozusagen ja, sind Sanctuary und auch Nevermore eigentlich bis heute noch sehr beliebte Bands. Mal schauen. Ja, der Opener Narco Synthesis, der Titeltrack Dead Heart in a Dead World. Hier gibt es auch noch ein Cover von The Sound of Silence von Simon und Garfunkel. Da wird also dieser ruhige Song The Sound of Silence jetzt im Sinne von Thrash Metal und ganz ja, hart und aggressiv mit Danes extremem Gesang verarbeitet. Das ist also auch eine besondere Coverversion von The Sound of Silence. Da sind auch viele, ja, man kann fast sagen, so Hits von Nevermore drauf, die sehr beliebt sind und die sehr gut geworden sind, wie The Heart Collector, Engines of Hate, The River Dragon Has Come und Believe in Nothing. Dazu gibt es auch ein Musikvideo. Das ist wieder so ein bisschen, ja, fast eine Halbballade oder Powerballade, so auch ein etwas teilweise ruhigeres und atmosphärisches Stück, Believe in Nothing. Also insgesamt ein sehr gutes Album, Dead Heart in a Dead World. Danach erschien das Album Enemies of Reality, zunächst im Jahre 2003 in dieser Version. Enemies of Reality. Ja, der Opener ist auch Enemies of Reality. Dann zum Beispiel I Voyager ist ein etwas schnelleres Stück, das auch ja, sehr bekannt oder sehr beeindruckend ist. Hier ist eine Bonus-DVD dabei mit drei Videoclips zu Believe in Nothing, Next in Line und What Tomorrow Knows und noch zwei Live-Aufnahmen von Angels of Hate und Beyond Within aus den USA. Dieses Album Enemies of Reality wurde dann später nochmal neu gemixt, nochmal remixed, weil der Band der frühere Sound nicht so gut gefallen hat und dann wurde das hier nochmal so wie gewünscht von Andy Sneap produziert und gemixt. Da sind jetzt andere Bonusmaterialien enthalten. Enemies of Reality, der Videoclip, I Voyager, ein Videoclip und dann nochmal Enemies of Reality live auf dem Wacken Open Air Festival 2004. Dies ist also die Version, von der gesagt wird, der Sound ist besser auf Enemies of Reality. Ja, thematisch zeigt vielleicht auch der Titel schon, dass es da auch um die Frage nach der Wirklichkeit geht und nach der Realität und wenn man zum Beispiel an den Film Matrix denkt oder entsprechende ähnliche Filme, Welt am Draht, The Third Floor, Existenz und eben die Matrix-Reihe, da geht es ja immer um Fragen der Realität, leben wir in einer virtuellen Welt und so weiter und damit beschäftigt sich Warhol Dane dann auch unter anderem auch in den Lyrics und verarbeitet dieses Thema. Das nächste Album von Nevermore ist dann This Godless Endeavor. Hier sind die Stücke insgesamt deutlich länger und es ist tatsächlich mehr ein progressives Album mit längeren Songs, Instrumentalpassagen und komplexeren Songstrukturen. Insgesamt ist es ja auch sehr zu empfehlen. Hier ist zum Beispiel der Song Sentient 6 auch enthalten. Sentient Number 6 ist eine Fortsetzung des Songs The Learning, also in dem es um Maschinen geht, Roboter und Computer, die Bewusstsein erlangen und vielleicht Krieg gegen die Menschheit führen. Genau, ja. Der Titeltrack ist der längste, This Godless Endeavor. Zudem sagte Warhol Dane auch,
dass ihm die Lyrics da besonders gut gelungen seien, dass es ihm deshalb auch besonders gut gefällt. Und insgesamt, ja, zum Beispiel The Psalm of Lydia ist mir noch gut in Erinnerung. Und der Opener Born, dazu gibt es auch ein Musikvideo. Das ist auch ein tolles Album. This Godless Endeavor. Danach hat Jeff Loomis dann ein Soloalbum veröffentlicht. Das ist ein Instrumentalalbum, Zero Hour Phase. Zero Order Phase heißt das. Zero Order Phase. Ein Instrumentalalbum von Jeff Loomis. Und Warwell Dane hat dann auch ein Soloalbum veröffentlicht. Praises to the War Machine. Ja, in dem Soloalbum, da sind sicherlich nochmal persönliche Gefühle und so eigene Erfahrungen deutlich stärker und direkter verarbeitet als auf den anderen Alben. Also manche Songs beziehen sich so direkt auf die Familie von Warwell Dane. Und zum Beispiel die Beerdigung seiner Mutter, die Krebserkrankung seines Bruders, seinen Großvater, der ihm seine Lebensweisheiten so erzählt hat. Und andere Themen natürlich auch, also quasi der Titeltrack, der heißt anders, mal schauen. The Day the Rats Went to War, da kommt auch die Zeile vor, Praises to the War Machine, also der beschäftigt sich dann auch mit dem Thema Krieg, ja, und wie die Politik mit Krieg umgeht und für Krieg verantwortlich ist, sodass Arme im Krieg leiden und sterben und Reiche dann eben vom Krieg profitieren. Und diese sozialkritischen Themen sind da enthalten, aber auch sehr viel stärker noch so persönliche Emotionen, Gefühle und Erfahrungen. Ein Coversong ist hier auch wieder enthalten, und zwar Lucretia, My Reflection. Das ist ein Song von The Sisters of Mercy und der ist hier von Warwell Dane auch sehr gut gecovert worden und passt auch sehr gut so in diese Atmosphäre und diese Stimmung. Dieses postapokalyptische und melancholische auch auf diesem Album. Als nächstes kommt dann das Album The Obsidian Conspiracy, hier in so einer Box mit Postkarten und weiteren Bonusmaterialien. Das ist auch das letzte Album von Nevermore. Danach haben sie keinen Album mehr veröffentlicht und die Band hat sich praktisch aufgelöst. Hier ist zum Beispiel der Song And the Maiden Spoke, der von einer Spukerscheinung handelt oder einer Spukerfahrung, die Warwell Dane auch wirklich gemacht haben will, dass er in einem Haus, wo er mal zu Gast war, so Stühlerücken gehört hat und tatsächlich so eine Erfahrung mit Spuk gemacht hat. Das wird hierauf verarbeitet. And the Maiden Spoke. Ja, der Opener. The Termination Proclamation. Dann kommt Your Poison Throne. Dann Moonrise Through Mirrors of Death. Dann eben And the Maiden Spoke. Danach Emptiness Unobstructed. Und The Blue Marble and the New Soul. Das ist eher so ein balladeskes, atmosphärisches, so schönes, poetisches Stück. Das ist auch etwas außergewöhnlich für Nevermore, das mal so ein ruhigeres Stück, das vielleicht sogar so ein bisschen an Pink Floyd auch erinnert, damit drauf ist. Danach Without Morals, The Day You Built the Wall, She Comes in Colors. Das wird etwas schneller und stärker und aggressiver und kraftvoller. Und dann der Titeltrack, The Obsidian Conspiracy. Ja, also was ich mich erinnere von Interviews, geht es da auch unter anderem um die Todesstrafe und das Thema Schwangerschaftsabbruch und Abtreibung. Also gegen die Todesstrafe und gegen die Abtreibung sprach Warwell Dane sich dann aus. Und insofern sind das auch wieder so sozialkritische Themen. Danach kommen noch Temptation und als letztes Crystal Ship. Das ist ein Cover von The Doors, The Crystal Ship. So ein sehr kurzes, balladeskes, atmosphärisches Stück. Und das war das letzte Album von Nevermore. Genau. Danach hat Jeff Loomis nochmal ein Soloalbum veröffentlicht. Das heißt
Planes of Oblivion. Planes of Oblivion. Ein Soloalbum von Jeff Loomis. Da sind jetzt nicht nur Instrumentalstücke drauf, sondern teilweise auch Gastsänger. So aus der ganzen Metal-Szene hat er da einige Gastsänger dabei. Und wie vorhin schon angedeutet, nachdem Nevermore sich praktisch aufgelöst hat und Jeff Loomis und Roald Dane nicht mehr richtig zusammenarbeiten wollten mit Nevermore, hat sich dann ja Sanctuary wieder vereinigt und dieses Album The Year the Sun Dies herausgebracht. Am Ende ist ja auch wieder ein Cover von The Doors, Waiting for the Sun. Und ansonsten, ja, viele Stücke, die eigentlich auch eigentlich ähnlich sind wie die von früher von Sanctuary, aber auch von Nevermore oder Roald Dane's Solo-Alben. Da vereinen sich sozusagen diese ganzen verschiedenen Einflüsse und Stile auf einem weiteren Sanctuary-Album aus dem Jahre 2014, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, 2014 kam dieses weitere Sanctuary-Album heraus. Mit Roald Dane eben wieder als Sänger und Lenny Rutledge, der Gitarrist, der auch früher schon dabei war. Im Jahre 2017 ist Roald Dane leider verstorben. Im Alter von 56 Jahren hatte er einen Herzinfarkt und währenddessen war er in Sao Paulo in Brasilien und hat an seinem neuen Soloalbum gearbeitet. Es ist dann auch ein Soloalbum erschienen, posthum nach seinem Tode, das heißt Shadow Work. Und zwar haben die Mitglieder von Roald Danes Band dann Gesangsaufnahmen, die teilweise schon fertiggestellt waren oder sich noch im Demo-Zustand befunden haben, dann verwendet. Ursprünglich war wohl geplant, ein längeres Album zu machen, so von circa 80 Minuten. Dann ist aber dieses Album mit circa 40 Minuten erschienen. Und das Cover-Artwork, das sieht ja auch sehr düster aus hier, das Cover-Artwork, das soll Roald Dane auch schon selbst so geplant und vorbereitet haben. Und insofern sind das jetzt natürlich keine Aufnahmen wie für ein vollständiges Album, aber ja, so der Song Shadow Work und das ganze Album hat auch eine sehr düstere und teilweise auch sehr harte und auch wieder stärker persönliche Atmosphäre. Und insofern lohnt es sich schon, dieses Album auch zu kennen und zu hören. Also ich finde es gut, dass das Album auch noch erschienen ist. Das letzte Soloalbum von Roald Dane, Shadow Work. Ja, also das waren jetzt alle Alben, alle Studioalben von vor allem ja Sanctuary und eben Nevermore. Und hier habe ich noch zusätzlich eine DVD-Box, die heißt Year of the Voyager. Da sind zwei DVDs drauf. Die erste ist ein Live-Konzert aus der Zeche Bochum in Deutschland. Und auf der zweiten sind ja weitere Live-Aufnahmen an verschiedenen Orten und aus verschiedenen Zeiten enthalten. Das spielt sich alles so in den 2000er Jahren ab. Ich kann auch hier die Box nochmal so rausnehmen und dieses Artwork zeigen. Das ist ja auch sehr schön, sehr atmosphärisch und düster gestaltet. Das kann ich auch nur empfehlen. Diese Live-Aufnahmen von The Year of the Voyager. So, hier aus dem Hintergrund habe ich nochmal eine Schallplatte hervorgeholt. Das ist eine LP, eine Promotion-LP mit Sanctuary und der Band Fifth Angel.
Da sind einige Songs der Bands drauf. Von dem Debütalbum Refuge Denied von Sanctuary sind darauf Battle Angel, Sanctuary und Soldiers of Steel und Interviewaufnahmen aus der Zeit eben um 1987, aus der Zeit der Debüt-LP. Ja, das war's dann mit Nevermore. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.